Teamwärts. Der Club will noch näher zusammenrücken. Wo geht das besser als beim Teambuilding? Die Aufgabe: In drei Gruppen müssen drei Flöße gebaut werden, die die ganze Gruppe über Wasser halten. Lösungen für bestimmte Situationen zu finden, Führung zu übernehmen, das ist übertragbar auf den Fußball. Im Team wird eifrig diskutiert, das fängt schon bei der Materialfrage an. Warte mal, andere Frage. Wollen wir die gegen versetzt machen oder gleich alle in eine Richtung? Bei der Decke ist schwerer als der Boden. Die eine Gruppe kann schnell ihren Plan vom Floß umsetzen. Bei der anderen ist es etwas aufwendiger. Nach der Fertigstellung geht es ab ins Wasser. Einmal den Kanal queren ist das Ziel. Okay, ready? Oi, Junge. Das Team um Ewen Hofland kommt heil als erstes an. Danach lässt auch das zweite Team sein Floß zu Wasser. Wenn auch mit ein paar Startschwierigkeiten. Locker vom Ufer wegpaddeln ist mit diesem Floß irgendwie nicht möglich. Mit etwas Verspätung kommt auch die dritte Gruppe zum Wasser. Ihre erste Floßversion mussten sie verwerfen, deswegen hat es etwas länger gedauert. Chef ist auch da, los geht's. Komm! Ja, ich muss sehen es. Ey, haltet die Dings fest. Bogi, du gehst vor, du machst Stämme. Wir fahren im Wind, wir wollen euch siegen sehen. Fazit: Alle Flöße haben die Kanalquerung unbeschadet überstanden. Am Ende gibt es noch ein gemeinsames Foto der tapferen Floßbauer. Der Weg zurück zum Ufer ist dann von diversen Wasserschlachten geprägt. Spaß haben auf jeden Fall alle. Die Spieler haben sich von einer anderen Seite näher kennengelernt. Die Mannschaft ist wieder ein Stück näher zusammengewachsen. Bubble Football beim Club, das etwas andere Training. Eine polysportive Einheit, die die Mannschaft noch enger zusammenführt und so auch den Teamgeist stärkt. Es geht neben dem Spaß auch um Tore und natürlich ums Gewinnen. Da wird abseits des Feldes eine genaue Taktik ausgeklügelt und sich natürlich auch ausgetauscht. Für Außenstehende sieht es ja eher locker aus, aber den Spielern wird einiges abverlangt. Kondition, Koordination, Strategieentwicklung, das alles ist gefragt. Schon 2 Kilo abgenommen. Das ist eine gute Sache. Man lernt auf jeden Fall, Paketen zu halten, wenn man das sieht. Die Spieler haben sowohl auf als auch abseits des Feldes Riesenspaß. Für den Teamgeist ist das wieder mal eine mehr als gelungene Aktion. Jeder feuert jeden an. Gut, Bogi! Jawohl, Bogi, Junge! Am Ende gibt es schöne Tore und auch einen Gewinner. Im kleinen Turnier setzt sich das Team von Danny Blum, Hanno Behrens, Patrick Rakowski und Georg Mark durch.